Unsere Vision war es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Vreden und Winterswijk hier direkt an der Grenze zu verbessern. Wir waren auf Suche nach einer Location für ein Dienstenzentrum ergens auf der Grenze zwischen Winterswijk und Vreden. Auf einer Location kannst du Gebrauch machen von den Vorteilen von zwei Ländern. Für Deutschland, für die Niederlande, für unsere gesamte ökonomische Region. Und es ist toll, dass wir da schon so weit gekommen sind. Ich kijk ernaar uit, um Unternehmen und Instellungen zu laten profitieren von den Vorteilen von der Grenzregion. Ja, Vreden ist eine Stadt von 23.000 Einwohnern. Wir liegen direkt an der deutsch-niederländischen Grenze. Zwei Drittel unserer Staatsgrenze sind sogar deutsch-niederländische Staatsgrenze. Und wir haben mehr deutsche Nachbarstädte als niederländische Nachbarstädte. Und das prägt uns natürlich und das prägt auch unser Verständnis dafür, dass wir sehr eng und intensiv mit unseren niederländischen Nachbarn zusammenarbeiten wollen. Winterswijk ist ein Platz an der deutschen Grenze. Ein Platz mit viel Betreiberheit, mit mooie Voorzieningen, ein schitterender Schauburg. Ein heel goed ziekenhuis, ein schitterend Winkelzentrum, hele mooie Bedrijven. Winterswijk ist von oudsher echt ein Textieldorp gewesen. Aber je ziet doch, dass das de afgelopen Jahre ist umgeschlagen naar Bedrijvigkeit. We hebben mooie Bedrijven, vooral ook in de maakindustrie. En natuurlijk Detailhandel, ons centrum, is van belang niet alleen voor Winterswijk, maar voor de hele regio. Ja, Vreden is een zeer, zeer starke industriestandort. We hebben hier viele große produzierende ondernemen. En wat mir die ondernemer vor Ort immer wieder berichten, is dat die Vredener mensen zijn op die man zich hervorragend verlassen kan. Ja, dat is schon etwas, wat ons prägt. Also een zeer, zeer starke industrie, neben vielen anderen aspecten, wie dat we ons zum Beispiel auch als eine kulturell bedeutende Stadt verstehen. Unternehmen sind sehr breit aufgestellt. Also es ist nicht so, dass wir nur eine große Branche haben, sondern wir haben hier verschiedene Branchen. Wir haben zum Beispiel sehr stark den Fahrzeugbau vertreten mit dem Unternehmen Schmitz Cargo Bull mit weit über 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber wir haben auch Maschinenbau, alternative Energien, Logistik, Kunststoff. Verarbeitung, also ganz verschiedene Branchen, die Vreden prägen. Und das ist auch etwas, was uns natürlich ein Stückchen unabhängig macht. Man spricht da ja immer von diesem sprichwörtlichen Tausendfüßler. Also wir stehen da auf ganz verschiedenen Beinen, einfach auch wirtschaftlich. Und das ist eine Stärke unserer Stadt. We werken eigenlijk al jaren met Vreden samen en na allerlei culturele en onderwijsprojecten gaan we nu echt samen op de grens een dienstencentrum realiseren. En dat is heel mooi, want je kunt elkaar op die manier aanvullen. Er zitten soms in Vreden mooie bedrijven waar Nederlanders weer hun boterham kunnen verdienen en andersom. We hebben zum Beispiel, en dat dürfte ziemlich einzigartig zijn, eine grenzüberschreitende Unternehmensvereinigung, die Vreven, steht für Vreden Winterswijk, wo die Unternehmer sich regelmäßig treffen und auch grenzüberschreitende Themen bearbeiten. Und das zeigt schon, dass wir hier an der Grenze wirklich einen sehr starken Zusammenhalt empfinden und auch in die Zukunft schauen und zusammenarbeiten wollen, damit dieser Raum wirtschaftlich einfach auch noch weiter gestärkt wird. Wir haben einige Niederländer, die hier arbeiten, aber man muss leider feststellen, dass die Arbeitsmärkte im Moment noch ziemlich voneinander getrennt sind. Je ziet dat veel mensen, zowel Duitsers naar Nederland als Nederlanders naar Duitsland rijden. Dus dat gebeurt gelukkig ook heel veel. Maar je ziet wel dat daar nog wel soms barrières zitten. En dat zijn barrières die ik als burgemeester van Winterswijk niet opgelost krijg. Daarvoor heb ik de Tweede Kamer nodig in Den Haag. Maar juist door zo'n dienstencentrum als Gaxel op de grens, dat help je, kun je juist ja, eigenlijk alles wat wij kunnen, dat doen we ook, om ondernemers optimaal te faciliteren. We beschrijven dat immer met het beeld eines Kreises. Und wenn man da eine Linie durchzieht, hat man halt nur einen Halbkreis, an dem man sich orientieren kann. Und es ist doch schöner, wenn man den gesamten Kreis nutzen kann. Und das wollen wir unseren Menschen hier auch in Vreden ermöglichen.
Meine Erfahrung über die letzten Jahre aus der Projektarbeit zwischen Niederlanden und Deutschland ist eigentlich, dass man ganz tolle Ergebnisse erzielt, wenn man Niederländer und Deutsche zusammenbringt, weil es halt ein paar kleine Unterschiede schon gibt in der Arbeitsweise. Das ist ein bisschen Klischee, aber ein bisschen was ist halt auch dran. Dass Deutsche sehr planvoll vielleicht auch arbeiten, dafür Niederländer manchmal etwas mehr Kreativität. Het mooie van het dienstencentrum op Gaxel gaat straks zijn dat een ondernemer echt één bureau heeft, waar één fysieke ruimte die zowel in Duitsland als in Nederland ligt. Dus dat betekent dat je zowel gebruik kunt maken van de Nederlandse wetgeving als van Duitse wetgeving op één fysieke plek. Ja, en dat heb je alleen maar op de grens. Dat heb je nergens anders, daar heb je de grens voor nodig. En nou, met zo'n mooi industrieterrein als Gaxel aan de ene kant en ons mooie nationale landschap Winterswijk aan de andere kant, nou ja, heb je eigenlijk een heel uniek project waar ik heel trots op ben. Ook dat, nou ja, dat we dat samen met Vrede hebben mogen kunnen maken. En het is nu ook echt aan de markt om te laten zien dat het ook echt een goed idee is. Noch größer, noch deutlicher kann man die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich auch wirklich nicht symbolisieren. Und dieses Gebäude direkt auf der Grenze ist so konzipiert, dass es den Unternehmern, den Unternehmen, die das nutzen, niederländischen wie deutschen Unternehmen, dann auch bestimmte Vorteile bietet, die man halt nur hat, wenn man direkt auf der Grenze sitzt. Was ich mir dann wünsche, und ich gehe auch davon aus, dass wir in die Richtung gehen, dass wir es noch ein Stück mehr als jetzt, als Selbstverständlichkeit erleben, nicht an der Grenze aufzuhören zu denken, sondern dass es letztlich ziemlich egal ist, ob wir in Winterswijk tätig sind oder in Vreden tätig sind. Over 10 Jahre staat Parkeerplaats bei Gaxel voll mit Nederlandse en Duitse Autos, Kentekenplaten, dat gaan mensen zien. En ja, ik hoop dat het echt een symbool gaat worden voor grensoverschrijdende samenwerking. Und für Vreden kann ich speziell auch sagen, wir haben das Industriegebiet Gaxel direkt an der Grenze. Dort planen wir auch schon Erweiterungen Richtung niederländische Grenze. Und ich gehe davon aus, in 10 Jahren, dass das Industriegebiet dann auch so stark gewachsen sein wird, dass wir dann schon uns an der niederländischen Grenze befinden und damit auch das Dienstleistungszentrum direkt an das Industriegebiet Gaxel angrenzen wird. Wir freuen uns, dass wir bereits jetzt so viel Unterstützung und Begeisterung für das Dienstleistungszentrum in Gaxel direkt auf der Grenze erfahren. 1 locatie, 2 landen, das findet ihr beinahe nirgends in Nederland. Nirgends kun je so optimal Gebrauch machen von der Ligging an der Grenze. Ich bin mir sicher, auch für Sie, ob als Investor oder als Unternehmen, was sich direkt dort engagieren möchte, ist das eine Riesenchance. Und ich beloof, als u straks auf Gaxel sitzt, dann kommt der Bürgermeister auf die Koffie. Machen Sie mit.